Denken Sie an einen Krimi, wenn Sie mich hier im Präparationssaal stehen sehen? Oder an Professor Börne, den schrägen Pathologen aus dem Münster-Tatort? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Achim Jockwig. Ich lade Sie heute herzlich ein in die spannende Welt der Anatomie. Ich kann Ihnen versichern, Spukgespenster gibt es hier keine. Das Gegenteil ist der Fall. Jedes Jahr sind hier viele lebendige junge Menschen Tag für Tag und lernen die Anatomie von Grund auf. Denn das ist die Grundlage für den Arztberuf und die spätere Forschung. Wollen wir den Studierenden ein wenig über die Schulter schauen und hören, was sie uns berichten? Dann kommen Sie mit. Ich lade Sie herzlich dazu ein. Das erste Mal war mit sehr viel Respekt verbunden. Man wusste nicht so, was einen halt jetzt erwartet. Wir beschäftigen uns mit Knochen, Muskeln, Sehnen, Bänder. Da ist sehr viel Ehrfurcht dabei, wenn die Studierenden zum ersten Mal den Präpariersaal betreten. Aber das legt sich sehr schnell, wird überlagert von einer ganz gewaltigen Neugier. Faszinierend ist es, einfach einen Menschen auch mal von innen zu sehen. Ich fühle mich wie in dieser alten Kinderserie, wo man einfach durch den Körper reist. Ich bin der Moritz, bin 34, studiere jetzt hier Humanmedizin an der PMU in Nürnberg im zweiten Studienjahr. Wir befinden uns hier im Präpariersaal, wo man berühren kann, wo man tasten kann, wo man das Manuelle lernt am echten Präparat. Wir gehen dann immer in Kleingruppen zusammen und fangen dann eben auch an, die verschiedenen Strukturen freizulegen, dass wir jetzt uns wirklich auch vorstellen können, wie läuft es da mit den Nerven ab, zu schauen, wie funktioniert das Herz. Ich bin sehr dankbar, dass es Körperspender gibt und dass wir diesen Unterricht hier am echten Präparat machen können. Es ist ja schon irgendwie spannend. Jeder Mensch hier ist ja auch an irgendwas anderem gestorben. Wir sind jetzt sozusagen auf der Suche nach der Todesursache. Es ist schon zum Teil auch wirklich körperliche Arbeit, aber es macht auch echt Spaß. Also man lernt auch wahnsinnig viel über sich. Forschung und Lehre gehört für mich zusammen. Ich beschäftige mich mit einem Bereich, den man als Tissue Engineering bezeichnet. Mein Name ist Gundula Schulze-Tanzel und ich leite hier die Anatomie an der Paracelsus Medizinischen Universität in Nürnberg. Im Labor werden vor allen Dingen die Zellkulturexperimente gemacht und die Idee ist, dass dann reines, natürliches Knorpelgewebe zurückbleibt. Und das ist eine große Forschungsaufgabe, mit der wir uns hier am Institut für Anatomie in Nürnberg beschäftigen. Also was ich ganz wichtig finde am Humanmedizinstudium, ist das Zwischenmenschliche. Wir lernen sehr, sehr viel, aber das dann auch an die Menschen rüberzubringen, die das eben nicht studiert haben, die soziale Kommunikation, das ist für mich das Ausschlaggebende. Schön ist, dass man das auch verknüpfen kann mit der Lehre. Wissenschaft macht viel mehr Spaß, wenn man sie mitteilen kann. Faszination ist es, obwohl wir jetzt schon so weit fortgeschritten sind, nur ein Bruchteil von dem Wissen, was es da zu erforschen gibt. Das ist ein weiter Weg. Da müssen natürlich noch weitere Versuche gemacht werden. Und die Idee wäre natürlich, langfristig Ergebnisse aus dem Labor in die Klinik hineinzubringen.